In der tiefsten Tiefe des Meeres aber sind die Wasser schwärzer als die Seele einer Vatermörderin, dunkler als das Zaubermetall von der verfluchten Insel Marustan, und dort überschreitest du die Grenze zur nachtblauen Hölle der Sultana der Seeschlangen und Bulen Bahamuts. Vieltentaklige Dämonenschmiede formen aus Krakensilber die Waffen ihrer Heerscharen, die sich rüsten für den Kampf gegen die Oberen. Giftige Muränen säugen die abscheuliche Krakonierbrut und nähren sich an den aufgedunsenen Leibern der Ertrunkenen. All dieser Wahnsinn wird nur erhellt vom schwarzen Höllenlicht, das die Schreckenskreaturen weiße Schatten werfen lässt. Hüte dich also vor dem Meer. Begibst du dich zu weit in die Tiefe, wird äonenlanges Ersaufen dein Schicksal sein. Der Zauberer Galusa ibn el-Wirahil zu seinem Schüler Manadistan 1006 nach Bosporans Fall. Der letzte König von Lamaria aber war Mordor. Und er war so mächtig, dass er nicht nur alle Inseln und Meere, sondern den Tod selbst unterwarf. Da er keine Grenze mehr fand, wandte er sich an die Götter und rief: Seht mich an! Ich bin einer von euch! Sein Hochmut erzürnte die Götter. Doch da sie ihm das Leben nicht nehmen konnten, nahmen sie ihm alles andere. Und so versank sein Reich, seine Paläste und seine Völker in die Flut. Ihn selbst fesselten sie an einen Krakenthron aus schwarzen Diamanten am tiefsten Grund des Meeres. Dort sitzt er immer noch, unsterblich und voller Zorn, und wartet auf den Tag, bis sein törichter Geist seine Fesseln löst. Eine bravagische Erzählung über den Zauberkönig Mordor. Wir schreiben den 20. Praios 1031 nach Bosporans Fall. Die namenlosen Tage sind vorbei. Ihr habt im Kreise eurer Familie oder in der Heimat die Zeit verbracht und das neue Jahr in Sicherheit begrüßt. Ein Heptarch nach dem anderen fällt zu euren Füßen in den Staub. Übermütig von euren Erfolgen habt ihr in den vergangenen Wochen Brief um Brief geschrieben. Ihr habt um Gold und Ressourcen gebeten, um einen letzten Krieg zu führen. Ein Krieg, der mit dem Leben von Darion Padigan enden soll. So habt ihr euch nach Zorgon aufgemacht. Einer nach dem anderen über verschiedenste Wege. Ingrash, der Zwerg und Weggefährte, hat eure Villa dort verwaltet und von dort aus soll eure Operation Perlenmeer starten. Die Handelshäuser und Adligen haben euch nun eine Chivone zur Verfügung gestellt und legen all ihre Hoffnung in eine baldige Vernichtung der blutigen See. Und so beginnen wir. Abelmir steht gerade gemeinsam mit Rafim und Zulamin am Kai des Hafens und sieht dem Schiff beim Einlaufen zu. Der letzte, der noch fehlt, ist Jalan, der noch in Weiden familiäre Angelegenheiten klären musste. Nun, ist das ein Schiff oder ist das ein Schiff? Ein prächtiges zugleich. Ist ein schöner Kahn, Abelmir, ist ein schöner Kahn. Es bisschen ist leer, aber ne? Ein Schiff ist das, eine Chivone. Fein terrorasischer Bauart. Ein bisschen schade, dass es keine Drachensegel hat. Aber Respekt vor euren Kontakten. Drachensegel? Wir sind doch keine Torwaller. Nein, das hat doch nichts mit Torwallern zu tun. Kennt ihr diese... Das sind diese typisch Thulamidischen mit diesen Querstreben. Wie bei einem Sonnenschirm. Wisst ihr? Nein, ich fürchte, so gut bin ich nicht geschult in der Nautik, dass ich unterscheiden kann zwischen einem Quersegel und einem... Wie nennt ihr es? Schrägsegel? Ein Drachensegel.
Aber ich kenne mich auch nicht wirklich aus. Aber sie sind wirklich sehr schön anzusehen. Ihr seht sie in Kunchom überall. Nun ja, wie es scheint, ist dieses Schiff etwas überholungsbedürftig, aber ich denke, das werden wir hinbekommen. Ja, müssen wir nur ein bisschen Mannschaft anheuern, aber das wird ja nicht so schwierig sein. Nun, was tun eure Barbaren vor der Stadt? Wie geht es ihnen? Ja, Donnerk hat sich gestern Finger abgeschnitten, aber ansonsten sieht's gut aus. Nun, ich hoffe, ihr braucht nur einen weniger. Es wird ihn hoffentlich nicht einschränken, oder? Ja, keine Ahnung, am Ende haben alle gefeiert, also wird es bestimmt gewesen sein. Ich habe gehört, die Bauern leben in Angst und Schrecken. Aber sie können sich nicht beklagen. Bisher ist keinem von ihnen etwas zugestoßen. Schlimmer als diese Verkinas werden sie wohl nicht sein, vermute ich. Ja, aber dann haben wir zumindest ein bisschen Sturmbesatzung. Ich frage mich, wann endlich Jan auftaucht. Er braucht immer so lange. Ja, also wenn ich einen Tipp abgeben darf, der steht zu Hause noch unterm Pantoffel. Ja, wahrscheinlich hat sie ihn gefesselt und in den Keller gesperrt oder so. Ja. Ich glaube so langsam nicht mehr, dass er noch auftaucht. Nun wollen wir das Beste hoffen und auf das Schlimmste annehmen. Also glaubst du doch, dass er auftaucht? Nun, ich würde es vorziehen, wenn er an unserer Seite stehen würde. Er ist kampfkräftig erfahren in der blutigen Siege. Und ich fürchte, der Einzige, der solch ein Schiff steuern könnte. Ich würde ungern einen fremden Capitano anheuern. Derweil könnt ihr wohl erkennen, wie einer der, es holen nur eine zweimastige Talucke, ein schnelles, kleines Schiff, aber so ein paar Passagiere transportiert, gerade angelegt hat und über die bereits angelegten Planken, ja, jemand in einem grauen Mantel auf euch zukommt. Er winkt wohl mit der linken Hand und scheint euch zu kennen. Erst auf den nächsten Blick erkennt ihr ihn und sein Gesicht. Was soll er erkennen, dass Jalan Greifenmund vermutlich noch ein wenig erschwert ist? Würdet ihr ihn nicht kennen, würdet ihr im ersten Moment lang meinen, auf seinem Gesicht einen Ausdruck von Seekrankheit erkennen zu können? Jalan? Jalan! Oh, ihr seid bereits hier am Hafen. Oh, wie schön. Oh, ich freue mich, euch zu sehen. Wir haben schon nicht mehr daran geglaubt. Wir dachten, wir bekommen irgendwann in den nächsten Wochen einen Begriff von Leonida von Sirenstein. Jalan, wer ist das? Und wisst ihr noch, als ich mich von euch verabschiedet habe, um meiner Frau und meinen Kindern und meinem Ruhestand Lebewohl zu sagen? Ja, Lan, ich möchte wissen, wer das ist. Und für immer die blutige See aufzubrechen. Nun, hier ist Leonida, seid nett zu ihr. Leonida, Stern meines Lebens. Die sind meine Freunde. Neben Jalan könnt ihr erkennen, eine Frau in... Während Jalan in Grau dort steht, steht sie komplett in Rot dort, hat einen schweren Anderthalbbänder, einen Rondrakamm auf dem Rücken und schaut euch verächtlich an. Vor allem Zulamin wird mit fast Hass in den Augen angeblickt. Hinter ihr steht wohl ein Kindermädchen, was gerade zwei Kinder auf dem Arm hat. Eins links, eins rechts. Du erinnerst dich noch an Abelmir? Wir waren auf der Feier in Galvat. Ja, ich erinnere mich. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, erneut. Erwidert den Blick mit einem breiten Lächeln. Sehr erfreut, euch kennenzulernen, euer Gnaden. Ja, papalapap. Ihr habt es also nicht geschafft, meinen Mann die Hand zu bewahren, ja? Naja, wenn er gefragt hätte... Er ist wagemutig. Und das hätte uns allen passieren können. Ich gebe euch trotzdem die Schuld. Glaubt ja nicht, dass ich Jalan wieder alleine mit euch herumziehen lasse. Ja, ich erfreue mich schon auf euch. Komm, Jalan, nimm den Koffer, wir gehen. Du hattest gesagt, ich hätte eine Villa. Los. Ja, sicher doch. Aber mir kannst du mal kurz... Ich habe nur eine Hand. Ach, natürlich, ja. Warum muss immer der Schwächste die Koffer tragen? Raffin. Sulamin, warte mal eine Minute, lass sie mal kurz vorgehen. Sulamin. Natürlich. Ja. Wenn die Frau Rhea in den Fluss fällt, da sind wir nicht traurig, oder? Nach meinem ersten Eindruck, nein? Sie mit uns auf das Schiff? Ja, weiß ich auch noch nicht, aber wenn diese Beseite so mit mir redet, dann fängt die sich bald eine. Aber sie ist eine Geweihte, oder? Sie hatte einen Rondrakamm. Bisher dachte ich, sie wäre nur Akolytin.
Naja, das ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Mhm. Ja, ich wollte nur vorher mal mit euch abklären. Naja, eigentlich glaube ich, versteht ihr am meisten, wenn ich da halt nachher eine reinklatsche. Deswegen wollte ich euch vorher Bescheid sagen. Geben wir ihr noch eine Chance, oder? Ja, dann ist das der Paios-Tempel, in dem du geweiht wurdest? Tatsächlich, ja. Warum nicht in der Stadt des Lichts? Das habe ich nie verstanden. Und zu dem Zeitpunkt lag dort eine große Menge... Auf zu stammeln! Wo ist die Villa? Natürlich. Du kannst auch gehen. Sprechen und gehen geht gleichzeitig. Ja, natürlich. Hier hinunter. Ja, dann schleift irgendwie den Koffer so halb auf dem Boden mit sich herumsetzen. Anheben! Du hast eine gute funktionierende Hand, benutze sie auch. Ja, natürlich doch. Aber mir kommst du wohl. Natürlich. Sie hat sich ganz schön verändert, nicht wahr? Eigentlich nicht. Sie ist doch genauso schön wie am ersten Tag, als ich sie traf. Sagt ja dann laut und gut hörbar. Natürlich, ich verstehe. Stadtviertel Sulaminia laufen. Vorbei am Praios-Tempel, am Travia-Tempel und an der Rondra, ja, am Löwentempel. Was habt ihr dort alles in dieser Kiste drin? Die wiegt ja Stein um Stein. Erinnerst du dich an die Plattenteile, die Rafim aus dem Urlaub mitgebracht hat? Ja. Nun stellt sich heraus, sie hat zwei passende Sets. Und warum heuert ihr keine Träger an? Also wirklich. Hat der Eselteller überlebt? Oh, das ist eine gute Frage. Bis nach Hause, ja. Oh. Oh, den fandet ihr doch so schön. Nun, gehen wir. Ja, ich würde aber mir die Kiste aus der Hand nehmen. Ja, komm, aber mir geht, du machst dir noch den Rücken kaputt. Viel besser. So lässt sich das viel leichter gehen. Ja, dann deine Frau ist genau wie damals. Absolut bezaubernd, nicht wahr? Genau. Auf ihm sagt nichts weiter. Genau wie damals. So könnt ihr zu eurer kleinen eigenen Stadtvilla gehen. Der mittlerweile verwilderte Garten hat wohl einige weitere Statuen und Anbauten bekommen. Und während ihr durch das Tor durchschreitet, durch die große Eingangspforte und auf den Bau gucken könnt, doppelflügelig, rot lackiertes Zedernholz, ja, weißer Stein, könnt ihr wohl jemanden hören, und zwar einen Boltax. Oh, gleich habe ich dich. Halt still. Okay. Bah. Nein, schon wieder entwischt. Verdammt. Hallo, Jalan. Hey, Boltax, wir haben Besuch. Hey, ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Ich hab sie schon gehört. Und wer seid ihr? Oh, Boltax, das ist meine absolut bezaubernde Frau Leonida. Stern meiner späten Tage. Sonne meines Lebens. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe jetzt leider keine Zeit, dich weiter zu begrüßen. Ich habe auch keine Zeit, dich zu begrüßen. Zeig mir das Zimmer, Jalan. Natürlich, hier hindurch. Und dann die Treppe hinauf. Nein, das Zimmer habe ich. Ihr müsst in den Keller. Tut mir leid. Das Einzige, was noch frei ist. Ich wollte euch ja extra etwas Schönes. Aber jetzt muss ich weiter Granitbeißer jagen. Rafim, kannst du mir wohl helfen? Kannst du die Seifenlauge holen? Ich muss sie in einem Gefängnis aus Luft einfangen. Denn hey, Jalan! Erzelementare. Schön, dass du es auch geschafft hast. Gerade so, möchte man meinen. Was hat dich aufgehalten? Die Reise war länger als erwartet. Oh, ich muss Jalan, Alt-Jalan, ins Haus hinterher. Siehste, Boltax, deswegen binde ich mich nicht an Frauen. Ja, diese menschlichen Frauen sind auch irgendwie merkwürdig. Sind die zwergischen Frauen anders? Aber ich muss sagen, also es gibt da schon einige zwergische Frauen, die... Aber wir müssen doch jetzt diesen Granitbeißer kriegen. Los, da drüben, er hat noch ein Stück von meiner Statue im Mund. Oh, stimmt. Naja, aber gut. Das ist ein Skript von Zulamin. Ja, ein Ohr, oder? Ja, das ist ein Ohr. Bei Zulamin, tut mir leid, du hast ein Ohr verloren. Nicht das so schlimm. Das ist nicht gut. Vielleicht kannst du eine Haarsträhne drüber tun, damit man das an der fertigen Statue nicht mehr sieht. Ach, wir haben doch noch ganz viele Ohren von unseren Trollzackern. Dann nehmen wir einfach eins davon. So, und jetzt, Achtung, der Trick ist,
die Blase gleichmäßig zu blasen, sodass sie den Geist umschließt. Achtung! Seht ihr? Jetzt ist er gefangen in der Blase aus Seifenlauge und kommt nicht mehr heraus. So, er sieht nicht glücklich aus. Nein. Lass mich raus. So, mein kleiner Freund. Lass mich raus. Ich lass dich raus, wenn du mir ein Versprechen gibst. Hm? Dieser Villa hier, diese ganzen Statuen, die hat mein guter Freund im Schweiße seines Angesichtes hergestellt. Und wir finden das nicht so schön, wenn du die zerknabberst. Aber ich hab Nachbar, Hunger. In der Nachbarvilla, da gibt es viel besseren Stein. Da kannst du hingehen. Die aber das Auge ist mit, Boltax. Ja, ich weiß, das Auge ist mit. Naja, es würde sicherlich auch nicht schaden, wenn wir... Ich weiß nicht. Du kannst dir ein paar Fassaden von diesen Prachtbauten im Herrschaftsviertel anknabbern. Da sind auch sehr schöne löwenköpfige Statuen mit dabei. Wäre das nicht etwas für dich? Okay, aber lass mich raus. Ja, wenn du mir versprichst, dass du diese Statuen nicht mehr isst. Ich tue alles, was du willst. Gut, also dann. Und Boltax geht mit seinem Finger an die Blase und die zerploppt. Der kleine Steinbeißer Mindergeist wird dann auf seinen kleinen Stummelbeinchen über den Sandweg laufen und aus der Tür raus. Ah, immer diese. Ah, sie sind ein bisschen renitent und ein bisschen dickköpfig. Aber das ist halt das Element Erz. Kann man nichts machen. Immerhin hat er Geschmack, wenn auch in einem etwas zu wörtlichen Sinne. Während dieses ganzen Applaus konnte die von drinnen eine lautstarke Diskussion hören, deren Inhalt sich nicht ganz bis zu euch durchgetragen hat. Dann kommt Jalan wieder raus und wer auch immer sich von euch im roten Gästezimmer einquartiert hatte, sieht, dass er einen Arm voll von eurem Zeug in den Händen hält und etwas entschuldigend reinblickt. Gut, klingt nach Zudamin, oder? Sie waren nicht bereit, den Keller zu akzeptieren. Ich habe mich sowieso gewundert, Boltax, dass du ihr deinen guten Platz im Keller geben wolltest. Naja, aber das hat einen gewissen Grund. Vom Keller kann ich nicht auf den Fluss blicken und auf den See. Und ich muss mich doch schon einstimmen. Da hast du recht. Ja, wie viele Gästezimmer haben wir denn? Wenn Jalan jetzt mit seiner Familie im roten Gästezimmer ist? Profim, ist bei dir noch Platz? Ja, klar, kannst bei mir auch schlafen. Jalan. Ja? Fass das jetzt nicht falsch auf. Aber wenn eine Frau nochmal so mit mir redet, dann klatsche ich dir eine. Du wirst feststellen, dass sie sehr viel stachlinger ist als das. Jalan, wenn du Probleme mit deiner Frau hast, kann ich ja mal mit dir reden. Ich bin da sehr gut. Oh, Zulamin, da müssen wir dabei sein. Das wird super. Boltax, ich liebe dich, aber ich will nichts auf der Welt weniger, als dass du mit meiner Frau redest. Aber ich habe einen sehr guten Draht zu, Rondrianern. Die mögen mich alle sehr, sehr. Und wenn ich ihr sage, dass ich gut mit Ayla befreundet bin... Oh nein, tu das auf keinen Fall. Aber sie ist ein bisschen anders als Ayla, oder? Ja, also... Aber ich meine, Ayla ist richtig entspannt und sympathisch und sie steht eher in der Tradition von Aldare von Donnerbach. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wirkt, als hätte sie, ein halbes Kilo Koschbasalt unglücklich verschluckt. Nun, man kann ihr wohl nicht nachtragen, dass sie ein wenig verstimmt ist, nachdem ich Jalan Wedel mit seinem Stumpf durch die Luft so nach Hause kam. Ich versichere euch, das legt sich bald wieder. Ist der einzige Grund. Ja, und die Reise hat ihr noch eine Chance zu geben. Ja, Alan. Und die Reise hat ihrem Gemüt auch nicht gut getan. Was glaubt ihr, was ich mir anhören musste, als wir in Dagelmund statt in Perikum einschiffen mussten? Aber ja, Alan, das ist doch alles kein Problem. Wie gesagt, ich regle das für dich. Ich sage ihr, dass du mit mir auf Drachenjagd gehen wirst und dann ist sie ganz entzückt. Boltax, wenn du mit meiner Frau sprichst, trete ich eine deiner Statuen um. Es sind nicht meine Statuen und die meisten bilden ohnehin dich ab. Ja, dann willst du mich verarschen. Jetzt guckt er schuldig. Gut. Punkt ist, nein, lass es. Warum? Was ist denn das Problem?
Naja, seine Frau ist garstig, Boltax, und du bist nett. Sie ist nicht garstig, ihr Gemüt ist in letzter Zeit nur ein wenig aufgewühlt. Aber ich bin ein sehr kundiger Berg, der sich mit solchen Dingen auskennt. Ja, aber Boltax, sie ist garstig. Ja. Sie ist nicht. Rafim, ich bitte doch sehr. Sie wirkte schon etwas garstig, als sie hier reingekommen ist. Und sie ist nicht. Sie hatte gerade eine anstrengende Reise hinter sich. Naja, und wir nicht, oder was? Ihr sitzt doch schon seit Tagen hier. Ich bin aus den Trollzacken hierhin marschiert. Mit 50 Männern, die nicht eine Minute am Tag die Schnauze halten. An wen erinnert mich das bloß? Ja, aber das Schöne ist, sie schenken einem sehr viele Ohren. Ich lerne neue Lieder, Mann. Kennst du das Lied Räuber saufen Blut? Ja, dann, wenn du willst, kann ich einmal über die Mauer brüllen, dann legen sie los. Räuber saufen Blut. Und Mord und Überfall. Ja, Ignar wird durch den Garten gehen und seine Statuen kontrollieren. Währenddessen singt er das Räuberlied. Oh, ja genau. Wir können auch deiner Frau ein paar von den Trollzackern zur Verfügung stellen, sodass sie sie unterhalten. Wenn ich das schon nicht machen soll. Ich denke, ich werde solcherlei Aufgaben dann doch eher selbst übernehmen. Naja, ja, Land, wenn ihr euch aufs Schwert stürzen wollt. Ich muss dich doch sehr bitten, Rafim. Es wird mit der Zeit sich alles wieder in seine geordneten Bahnen fügen. Wartet nur ab. Ah, okay, ich verstehe. Du könntest der Einzige von uns sein, der so viel Geduld aufbringen kann. Nun ja. Auch meine Lebenszeit ist begrenzt. Oh. Was sagt er dir, Jana? Ja. Ihr wisst, dass wenn ihr weiter meine Frau beleidigt, ich jeden einzelnen von euch zum Duell fordern muss, ja? Ach, aber ich kann mich doch nicht... Boltax beleidigt, völlig ohne Grund. Das ist richtig. Und dann kann Boltax sich gerne mit ihr duellieren. Ich würde es nicht empfehlen. Ja, ich mache ein magisches Duell mit ihr. Ha, da hat sie keine Chance. Vielleicht sollten wir etwas umgänglicher alle sein zu ihr. Vielleicht hebt sie ihre Stimmung. Oh. Er hat letztes Jahr Eiler von Donnerbach grün und blau geprügelt. Aber... wenn sie tanzt, kann sie nicht prügeln. Wir sollten es vermeiden, die Ehefrauen von unseren Gefährten zu verprügeln, nicht wahr? Ja, das sagst du aber auch nur, weil deine Frau auch ständig garstig ist. Beim Thema Ehefrau, Abelmir, wo ist eure? Nun, die ist natürlich dort untergebracht, im besten Zimmer, wie es sich für die Dame des Hauses gehört. Nun, ich bin schon sehr gespannt, wie sie sich mit Leonida verstehen wird. Ach, sie hat ein ähnliches, sagen wir, Gemüt. Sie werden sich prächtig verstehen. Oder überhaupt nicht. Sagt Yalan, warum habt ihr eure Kinder mitgebracht? Ich konnte sie schlecht in den Händen der Verwandtschaft überlassen. Ihr kennt die Buchenholz nicht, aber sie sind sehr nordmärkisch. Und ihr meint, Aranien ist die richtige Umgebung für Kinder? Nun, ihr habt auch zwei Kinder. Nun ja, sie sind Aranierin. Ja, aber ich dachte mir, sie könnten ein wenig miteinander, ihr wisst schon. Harmonieren? Ich wollte sagen, einen Austausch finden. Ah. Bedeutet das, dass Leonida in der Villa bleiben wird, wenn sie die Kinder dabei hat? Oder wird sie uns auf See begleiten? Sagen wir einfach, dass die gütige Mutter Travia sicherlich ihre schützende Hand über unsere Unternehmungen halten wird. Ansonsten pflanze ich hier einfach ein paar Ängste ein. Boltax! Ah, das ist ein sehr probates Mittel, um jemanden von einem Schiff fernzuhalten. Ich spreche da aus Erfahrung. Vielleicht sollten wir die Ehefrau nicht von unserem Gefährt nicht mit Zaubern belegen? Oh, ja, nicht darf anfangen. Ich. Vielleicht aber sollten wir überhaupt niemanden gegen seinen Willen mit Zaubern belegen. Aber bitte, wenn sie noch einmal so rumzetert, dann mache ich sie stumm. Vielleicht sollt ihr das nicht vorher ankündigen. Es wäre klug. Ja. Wir versuchen einfach erstmal nett zu ihr zu sein und wir werden ja sehen, ob das Wirkung zeigt. Ihr seid einfach die nordmärkischen Gebräuche nicht gewohnt. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch alle mal sehr gut vertragen. Sag einmal, Yalan, ihr kleidet euch so merkwürdig. Oh, die hat mir Midas geschenkt. Sie passt wunderbar, nicht wahr? Wo ist euer Ornat geblieben? Wer ist Midas? Oh, nun, technisch gesehen bin ich kein Mannstrahler mehr und nun, technisch gesehen erkennt die Kirche des Priors mich auch nicht mehr als einen ihrer Geweihten an. Als einen seiner wohl, aber nicht als einen ihrer. Und nun,
Sagen wir, dies war ein allgemein anerkannter Kompromiss. Ihr betet also zu fremden Göttern? Erst einmal fremde Götter Abelmir. Braucht die Farbe Rexens? Andere Götter nennen wir so. Nun ja, ich habe mich lange mit... Ihr kennt Midas nicht. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten. Wer ist dieser Midas? Er ist ein Fexgeweihter. Kennt ihr ihn wirklich nicht? Ich denke, ich bin ihm noch nicht begegnet. Woher kennt ihr ihn? Von der Schlacht der drei Kaiser natürlich. Er war einer der Gewandten, die die Anzüge begleitet haben. Ach, einer dieser unauffälligen Menschen. Vielleicht fällt jemandem auf, dass Zulamin seltsam ins Leere starrt und mit einem Ring an ihrer linken Hand spielt. Was für ein Ring? Er sieht sehr unauffällig aus im Vergleich zu den anderen Ringen, die sie so trägt. Also die anderen sind Gold, Silber, Amethyste. Aber der wirkt eher, als wäre er aus Waffenstahl oder normalem Metall. Was sagtet ihr, Jala? Schlacht der drei Kaiser? Da waren viele Fexgeweihte, oder? Ich erinnere mich nicht. Eigentlich nur der eine. Ich meine, bei irgend so einem Zausel hatte ich mein Testament aufgegeben für den Fall, dass unser vorzeitiges Ableben bevorsteht. Nun, das haben die meisten von uns getan. Und jedenfalls hat er was geerbt. Ja. Jedenfalls, ich traf ihn eher zufällig, etwas nördlich von Werheim. Und wir haben einige interessante Gespräche über die Wesenheit der Götter geführt. Ah, das klingt interessant, aber was ist dabei rausgekommen? Nun, das jetzt zu erklären ist, dafür ist dieser Garten im helllichten Tageslicht doch wirklich der falsche Ort. Weiß eure Frau davon? Nun, sagen wir, dass mein Berufsstand zu Hause nicht unbedingt das Thema der Tischgespräche ist. Sondern, worüber redet ihr am Tisch dann? Das Wetter meistens. Manchmal auch die Geschehnisse weiter im Norden. Orks, öfter mal. Die Kinder eher selten, was ihre Anstehende und noch das Anstehende in 4 bis 5 Jahren Ausbildung angeht. Ich habe versucht, dir zu erklären, dass nicht unbedingt beide Kinder Ritter werden müssen, aber... Das ist richtig. Der Junge könnte ja einen formidablen Angorschgeweihten abgeben, also Ingrim bei euch. Und ich hatte ihn gehofft, ihn an die Effertkirche schicken zu können, in Ehren meines Vaters Boron hab ihn selig, aber wir sind uns da noch nicht ganz einig geworden. Dann wartet doch erstmal ab, was für Neigungen er zeigt. Damit ihr ihn nicht zu etwas zwingt, was er gar nicht möchte. Am Ende schlummert vielleicht ein großartiger Pilzzüchter in ihm. Ich versichere euch, dies hat keinerlei Bewandtnis. Boltax, sie haben schon tatsächlich eine ganze Menge weggefressen. Ich habe gesehen, Abelmir hat keine Nase mehr. Naja, was? Ich krieg das wieder hin. Weg? Ja, bei der Statue hinten. Das ist die neben dem Alchemielabor steht. Ich werde sie natürlich wieder herrichten, nicht wahr? Ja, kriege ich hin, kein Problem. Oh, so, sag Igner. Du solltest dir nicht die eine Statue von Jalan anschauen. Da hat sich der Steinbeißer bis durchs Auge durchgefressen. Ich weiß auch nicht, was sie hier machen. Die sind plötzlich aufgetaucht. Kurz nach den Drachentagen. War hier plötzlich alles voll von denen. Ich habe die nicht wieder wegbekommen. Erst als Bortakt mit Rafimir wieder auftauchte, sind die wieder verschwunden. Also einer nach dem anderen. Die Arbeit von 2 Jahren. Oh. Aber was ist das schon für Zwerge? Und trotzdem nicht das Schlimmste, was nach den Drachentagen auftauchen kann, oder? Das ist richtig. Und? Oh, na gut.